Rente oder Arbeitslosengeld, wofür soll ich mich entscheiden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben auch hier wieder eine ganz interessante Frage auf rentenbescheid24.de bekommen, und zwar ging es da um folgende Situation. Wir haben das ein bisschen abgeändert. Was ist denn eigentlich vorteilhafter für mich oder besser in meiner Situation? Soll ich das Arbeitslosengeld ausschöpfen bis zum Oktober 2021? Ich bekomme Arbeitslosengeld in Höhe von ca. 1700 Euro monatlich ausgezahlt. Oder soll ich lieber meine abschlagsfreie Rente ab dem 1. Mai 2020 beantragen? Ich bekomme in Anführungsstrichen nur 1400 Euro Netto-Rente ausgezahlt. Also da ging es dann wirklich, also hier geht es wirklich nur um die Frage, was ist jetzt für den Kunden besser oder nicht. Ja, rein optisch gesehen könnte man ja sagen, das Arbeitslosengeld ist natürlich wesentlich höher, 1700 netto zu 1400 Euro Rentenleistung, könnte man natürlich sagen, super Geschichte, ich bleibe auf jeden Fall in der Arbeitslosigkeit, bis ich irgendwann mal den Leistungszeitraum beendet habe. Das ist hier der 31.10.2021, und dann gehe ich ab 1.11.2021 dann in Rente. Der Vorteil dieser ganzen Geschichte liegt ja ganz klar auf der Hand. Erstens, ich habe höheres Arbeitslosengeld. Zweitens, ich bekomme ja durch das Arbeitsamt auch noch weiterhin Rentenbeiträge in die Rentenkasse eingezahlt. Das heißt also, es erhöht letzten Endes auch noch meine eigene Rente. Aber es gibt natürlich auch in der Tat Nachteile für den Versicherten, wenn er in der Arbeitslosigkeit ist und Arbeitslosengeld bekommt. Er muss sich der Vermittlung stellen. Das heißt also, das Arbeitsamt guckt nicht danach, wie alt sie sind, sondern sagt ganz einfach, du bekommst eine Leistung von uns, also musst du dich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. Und wenn es einen Job für dich gibt, mein Lieber, dann musst du dich bitte darauf bewerben. Das heißt also, sie werden dann aufgefordert, machen Sie mal ein paar Bewerbungen fertig, besuchen Sie irgendwelche Lehrgänge und, und. Und das ist natürlich immer ein Riesenproblem, gerade für die älteren Semester, dass man dann letzten Endes Druck vom Arbeitsamt bekommt. Natürlich ist es schön, wenn man mehr Geld hat als die vorgezogene Altersrente, aber letzten Endes ist das auch ein Punkt, wo viele Leute dann abbrechen und sagen, nö, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ein Hinweis von mir noch, das Ganze, diesen ganzen Druck können Sie sozusagen beim Arbeitsamt ein bisschen rausnehmen, indem Sie sich neben dem Arbeitslosengeld einfach einen versicherungspflichtigen Minijob organisieren. 165 Euro pro Monat. Dann haben Sie sozusagen schon einen Job, wo die Bundesagentur für Arbeit dann vielleicht sagt, okay, alles klar, jetzt lassen wir den in Ruhe bis zur Rente. Aber wenn Sie das nicht wollen und sich der Vermittlung nicht zur Verfügung stellen wollen, dann müssen Sie halt eben die Rente beantragen, und dann bekommen Sie letzten Endes auch die deutlich niedrigere Rente. Das ist ganz klar. Also wer kann, sollte das Arbeitslosengeld auf jeden Fall weiter nutzen. Es steht Ihnen zu, dafür haben Sie Beiträge eingezahlt. Ansonsten beantragen Sie die Rente. Das ist so die Variante. Näheres zum Thema Arbeitslosengeld und Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.